Anna. Juni, ihr habt mich abgeholt. Juni. Rote mit meinem Bruder. Juni. Trainee, nee, Oa? Juni. Kampis. Der sagt immer, der kann was von der Erde, weiß ich nicht. Ich kann auf jeden Fall was. So Leute, wir sind wieder back wie Rücken. Digga. Live-Test. Das ist Teil. Das gehört alles zur Innenstadt zu Gent. Ich muss sagen, es ist klein, aber fein, aber irgendwie sehr schön. Idyllisch. Historisch. Weißt du, wie du aussiehst? Wie Rudy. Hat so die ganze Fahrt geschlafen. Das ist widerlich. Ciao. Die Schuhe sind super. Hoffentlich. Überragend. Ich gehe für 2K hier rein. Okay, ich mach sogar für 1K. Überleg's dir. Bis nachher Zeit. So Leute, guten Morgen aus Gent. Ich glaube, der dritte oder vierte Tag. Juni und ich machen morgendlich einen kleinen Run. Ich zeig euch mal gleich hier die View. Running with the View, würde ich mal sagen. Ja, klar. So sieht's hier aus, wo wir lang dackeln. Gibt's Schlechteres. Die Stadt ist leer gefickt. Samstag, 21.30 Uhr. Was ist hier los? Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist die aktivste Stadt der Welt hier. Das ist auch gut. Zwei Straßen weiter sieht so aus. Tag 5 oder so. So wache ich auf und so ist es denn hier. Deswegen habe ich diese Scheiß. Heute Matchday von Jordani. Nanny. Also warte mal kurz, ich kann mich ja selber nicht ernst nehmen mit dem Ding. Also ich gehe jetzt laufen und Gini, der peinliche Typ, hat Ausreden und hat keinen Bock und kommt nicht mit, lässt mich alleine gehen. Real hot girl shit. Vor 20 Minuten in, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Jetzt muss ich Google Maps, Map die Karte brauche ich. Nix! Oh, Mann! Ja, das stimmt. Giovanni! Ja! Das war's. Baby Thumbnail. Wow. Schmeckt so gut. Da sind so viele geile Sachen. Nächster Tag, wir sind wieder on the road. Jetzt geht's nach Brüssel. Juni wieder am Steuer. Damals 50 Cent heißt die von Penny Mark. Heute sind ich Remy wie Penny Wap. Das sieht schon Maschallah aus, Digga. Oh, Maschallah. Rudy. Wie schmeckt Juni? Ja, Digga. Ist sehr gut. Baby, zeig ihm mal ein bisschen. Spaß. Nimm. Trinken. Super. Homemade Lemonade. Habe ich schon geköpft, das Ding. Juni sieht auch stark aus. Einer kommt nicht warten. Werter kommt danach. Ja, Rot. Hier ist was für dich. Baby, was mitbringe, mitbringe ich nicht. Es geht nochmal ins Kino. Outfit-Check, zeigi, ja, sorry. Aber vielleicht die Kaminficker, Krokodil, die da hochstehen, öfter vor der Tür. So, wir sind jetzt hier beim Kino, guckt euch das Ding mal an. Das sieht aus wie in Las Vegas irgendwas. Keine Ahnung, was es ist, aber es sieht crazy aus. Das ist, glaube ich, ein Kurtina. 20 Minuten, also so. Das ist übrigens die View vom Balkon mäßig, wenn man aufwacht und so. Ja, das ist stark wiederum. 6er Pack Wasser, 6 Euro. Oh mein Gott. Dreimal Eis geholt, 9 Euro. Was ist mit dir? Sehr scheiße. Eine Sündigung. Barbershop? Afro-Shop? Werden so die Haare relaxed von Jordani. Muss ich Mari, weil der Junior will seine Finger nicht dreckig machen. Kurzer Zwischenstand. Ja. Sexy. Außerdem haben wir unser Setup aufgebaut und ich werde die Parks unsicher gemacht. Ich bin Schwitzer übrigens. Ergebnis, zeig mal. Ah, sorry. Na, kurz Haare. Ich frag mich gerade, ob das noch orange ist. Apfel, Bro. Juni. Sag ich, Tanzmoves. Ja. Weil mir alle nicht geglaubt haben, dass ich davon am Herd kann, sag ich. Man nennt mich auch in Fachkreisen Marlon Oliver. Nicht ohne Grund. Euro, wenn du seine Nummer kriegst. So, 5 Grad, fängt das an zu schwitzen so draußen, so ja, auf die Nase. Warm. 5 Grad, voll warm aber. Ich habe mir gerade ein kleines Gespräch, ob Juni für mich kämpfen würde, wenn einer mich jetzt hier dumm anmacht auf der Straße. Wenn ich irgendeinen verarsche wegen Block oder so. Juni meinte, er steht hinter mir. Juni 1.
Ich kämpfe auch für dich, Genie. Wenn du Hilfe brauchst. Ja, magst du bezweifeln, aber okay. Ich kämpfe auch für dich. Ich werde zwar direkt ausgenockt, aber ich habe wenigstens versucht. Okay. Ja, okay. Das ist ein Schottland, wa? Dudelsack werde ich niemals verstehen. Es ist nicht schön in den Augen. Schmeckt stabil, aber. Aber war jetzt auch nichts Besonderes, aber war dafür, dass es nichts Besonderes war, war es sehr lecker. So, das ist das Ding. Gibt's noch Sahne oder hat sich alles drauf gemacht hier? Genie hat klassisches Ding. Jordan natürlich nichts, weil er Sportler. Wie ist krass. Was? Ich hatte recht. Mit? Den Waffeln. Jetzt. Aber einfach mal dem Genie vertrauen. Ja, maybe muss ich mal machen. Die Lebensweisheiten mit auf den Weg geben. Danke. So, Freunde, es geht zum Friseur. Jordani nimmt mich zu seinem Friseur mit, weil das kann man hier ja keinem mehr anbieten. Sieht aus wie Blauauge. Stabiler Mann, als starke Schlüssel. Hoffnung verloren, nach Hoffnung verloren. Unser Blue Hobby verloren. Keine Ahnung, ob man das sieht. Hat er stabil gemacht. Der Autoschlüssel wird gesucht. Jede Tasche schon angeguckt. Oh, ey, das ist witzig. Ja, schon keine Taschen mehr, Dicker. Junge! Ah, hier ist er doch. Wow, ich mach den Versteck, Dicker, du kleiner Lump. Überragend, muss ich sagen. Nur rein geschmacklich, für mich unglaublich. Also hat überragend geschmeckt. Meinung, Salat, Vorspeise. So, Freunde, nächster Tag. Genie hat Frühstück gemacht. Starsch heute. Was haben die denn für eine crazy neue Mannschaft? Merkt euch meine Worte, die werden noch rasieren. Und eine Minute später oder zwei direkt auf mein Auge 1-1. Das ist immer so. So, Leute. Sperrt jetzt Jordan nach der Weisheit des Tages fragen? Guck, was da für eine Scheiße aus seinem Mund kommen wird. Oh, es wird sehr gegradet mit Jordani. Sag ein Weisheit des Tages. Aus Differenzen und Summen kürzen nur die Dummen. Ah! Er meinte, er hat nichts gepennt gestern. Ich sag, du hast nicht gehört, wie ich dich angeschrien habe. Er sagt so, nee. Vom Jordan-Trikot zu Jessic-Trikot. Er hat mir gerade geschrieben, er spielt heute gegen Gladbach. Das heißt, du musst nochmal supporten. Ding, danke, danke! Gang, gang, gang! Hey, voila! Gang, gang, gang! Ich schwör's dir! Wuhuhuhu! Gang, gang, gang! Yes, baby! Die Gänse weiß auch gar nicht, wohin denn überhaupt damit. Das hier ist der nervigste Typ der Welt, wenn es um Fertigmachen geht. Er braucht jedes Mal eine Stunde, wir gehen Bowling spielen, er cremt sich einfach ein und so. Ohne Sinn. Was ist die Weisheit des Tages? Egal wie hart es ist. Jumbo Schreiner. Ich hab irgendwie das falsche Outfit an. Ich dachte, hier ist nichts los und so, weil wir in Gänzen sind, aber hier ist irgendwie cool. Oh. Mal, wenn es geht, aber ich möchte, dass ich da tanzen möchte. Ich mach keine Kapriolen. Endergebnis, Punkt nach 8. Weise des Tages heute? Bei 11 sagen. Noch 12 sein. Bei mir Outfit Check. So ein Kacke getreten. Heute ist übrigens Valentinstag. Hast du mir irgendwas zu sagen, Genie? Ja, ich hab jeden Tag denselben Pullover an, Digga. Sure. Happy Valentine's Day, Marlon. Und? Noch was? Nee. Okay. Neuer Tag, neue Weisheit des Tages. Egal wie hart das Leben trifft, Paul Breitner. Oh, Jordani ist wieder da. Aus Aserbaidschan, wir gucken Fußball. Es wird Zeit für die Weisheit des Tages. Was ist das Gegenteil von Lehrgut? Voll schlecht. Wir wollten wieder Bowling spielen gehen und wir wurden einfach nicht reingelassen. Wegen unserem Outfit. Wir haben Jogginghose an. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott. Komm, ich aussehe, oder? Ich übertrieben krasser Style, Digga. Ah, sag mir, ich komm nicht rein, Dicker! Guck mal, Miesling! Sag dir, ich komm nicht rein! Weißt du, wer ich bin? Das ist der Hässliche, ich hatte den Jordan Son of Mars an, Dicker! Weil dann hab ich nicht mal zu da hab ich die, Dicker! Wir sind beim Bowling! Wir haben Cheeseburger bestellt, bitte guckt euch das an! Oh mein Gott! Eine Weisheit des Tages, Spieltagsedition! Wer Val A sagen kann, auch Val B sagen. Der geschiefelte Kater ist einfach der geslutzte Kat. So, Leute, nächster Matchday: Europa Conference League gegen die Karabach. Wir sind hier noch essen in diesem VIP-Ding. Ich gucke auf die Uhr, es ist 0:01. Hä? Ich dachte gerade, mein scheiß Handy-Uhr geht falsch.
0 Uhr? War so. Ich bin rüber, kann auch nicht mehr sehen. Du sitzt jetzt hier direkt neben der Brückekurve und an dem Brückefenster drin. Wenn die Tom ich bin so leise. Ready? Ready? Schieß mal! Challenge. Einfach so irgendwas machen, falls er da ist, hat man Pech gehabt. Moin, moin meine aktiven Freunde. Oh, das ist ein Glück, ja. Jetzt wieder Flughafen-Crush von jedem sein, gar keinen Bock. So, wir haben unsere Koffer wieder, jetzt sind wir wieder in Berlin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Es ist wie Spiegel, man sieht sich.